4 Musiker und kein einziges Instrument, außer Smartphones und Tablets. Und auch die brauchen viel Sinnlichkeit. Wie können wir eigentlich mit diesem Instrumentarium auch mit dem Körper spielen? Also mir als Opernsänger ist es total wichtig, den ganzen Körper dabei zu haben beim Musizieren und jetzt nicht nur einfach auf so eine Glasplatte zu tippen und zu wischen. Das war uns von Anfang an klar, dass das nicht irgendwie das neue Musizieren sein kann. Wie können wir nun eigentlich verschiedene Musik-Apps so kombinieren, dass wir auch mit dem Körper gestisch den Klang modifizieren können? Und wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man da sehr deutlich, wie halt die Musiker wirklich auch das Tablet im Raum bewegen müssen, um den Klang zu modulieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Peer Gynt-Aufführung in Leipzig mit symphonischem Orchester. Was wir ja nicht wollen, ist damit zu zeigen, macht alle nur noch auf iPads Musik. Und das ist, glaube ich, Quatsch, weil es sagt ja auch keiner, macht alle nur auf Gitarrenmusik oder nur auf dem Klavier, sondern eher die Frage, wie kann man das alles kombinieren? Und wir sind jetzt gerade in so einer Phase, auch gerade im pädagogischen Diskurs, in dem man das noch sehr als Gefährdung sieht, weil eben dieser Gedanke da ist, wollt ihr, dass wir jetzt nur noch mit iPads machen? Will ja gar keiner. Hier ist nichts voraufgezeichnet, so dass man nur auf einen Play-Knopf drücken müsste. Diese Musiker spielen live. Man kann nicht sagen, dass dieses Instrumentarium, Smartphones und Tablet fixiert ist für den Pausenhof oder für den Bus, sondern dass der halt sowohl im Bandproberaum als auch im Konzertsaal stattfinden kann.